Hallo, meine kleinen Mini-Freunde. Ich habe heute niemanden mit dabei. Hä? Ich bin doch da, Joey. Marvin! Aber jetzt fällt irgendwie noch so ein Schwarzer hier, oder? Hallo! Dylan! Wow! Jetzt können wir ja mega das coole Video zusammen sehen. Hey! Woo! Ich habe heute zwei ganz besondere Special Guests mitgebracht. Und zwar ist es zu meiner Rechten Marvin McNiff. Och, scheiße, ey. Das war hässlich. Marvin Magnificent. Hallo. Und Dylan White zu meiner Linken. Wir werden heute was richtig Cooles machen. Und zwar habe ich mir letztens überlegt, was ich als Kind total krass fand und unbedingt haben wollte, aber meine Eltern mir nie gekauft haben, weil es zu teuer war oder sie gesagt haben, boah, es ist voll der Scheiß. Und Leute, ich bin inzwischen in der Position, dass ich es mir selber kaufen kann. Money. Und deswegen werden wir drei das heute testen und gucken, ob es wirklich so geil ist, wie wir immer dachten. Denn ihr wolltet das bestimmt auch unbedingt. Ja, alles, was du wolltest, wollte ich natürlich auch. Wir haben haufenweise Spielzeug und anderes crazy Zeug aus unserer Kindheit besorgt. Und deswegen würde ich sagen, lasst uns das große Test. Also Geisteskranke und Geistlose machen jetzt früh sexualisierende Spielzeugwerbung für Kinder und ich bin einfach nur fassungslos, aber lasst uns doch einfach mal ein bisschen reinschauen, was diese Kreaturen noch so zu bieten haben. Marvin wird jetzt die erste Sache ziehen. Okay. Amazing Swirly Twirly Stick. Okay, das Ganze nennt sich Amazing Swirly Twirly Stick. Ich hab's nicht verstanden. Ja, ich hab's auch nicht verstanden. Ich hab keine Ahnung, was das heißt. Aber Marvin meinte so, wir müssen das mitnehmen. Hallo, das ist Holographic. Also wenn ich hab letztens Emmy gefragt, wie heißt es? Und Emmy hat sofort gesagt, Flutschwurst. Es gibt auch Taschen. Genau. Also die Zielgruppe ist hier ganz klar, sind ganz klar Kinder. Ja, es sieht aus, als könnte man sich damit selbst befriedigen. Sicher, dass es nicht dafür da ist? Das ist nicht für Kinder. Jetzt spielen wir wirklich mit so einer Travel. Das wäre so lustig. Aber Leute, guck mal, was man damit machen kann. Man hält das so in die Hand und dann flutscht das so hin und her. Das ist ja super. Kann man damit nicht andere Dinge machen, irgendwas, was nicht so sexuell aussieht? Was soll man auch sonst damit dann machen? Ja. Und die haben auch eine ziemlich große Reichweite, ne? Und die haben sehr, sehr viele Videos. Sehr, sehr viele Videos solcher Art, ne? Hier, was haben wir da? Baby Born und dann Spielzeuge von Toys R Us. Und also verstörender, perverser und perfider geht's doch nicht mehr, oder? Nein, du spielst damit, guck mal, du kannst das so hin und her flutschen und das macht Spaß, weil das ist so ein cooler Effekt. Ja, okay, es sieht alles falsch aus, was man damit machen kann. Ist doch egal. Ich mag Flutschwürste. Aber Kinder froh und Erwachsene ebenso. Oh, meine Beine. Oh. Wie kann man nur so erbärmlich sein und für Geld wirklich alles machen? Wie? Und schaut euch doch mal diese Kreatur an. Das ist doch gar kein Mensch mehr. Dieses Roboterähnliche, dieses aufgesetzte, diese aufgespritzten Lippen, dieses Fake-Face, diese Lache, ne? Es ist einfach unerträglich und ich toleriere sowas nicht. Ganz, ganz klar, ne? Auch diese ganze Regenbogengesellschaft und was da jetzt irgendwie alles auch kommt. Ich will nichts pauschalisieren. Ich kenne da nicht jeden Einzelnen, aber die verfolgen wirklich keine positive Agenda für Kinder. Vielfacher Beinbruch, einfach direkt. Okay, Satanismus pur. Es wird Zeit, dass ich mein Spielzeug suche. Und ich hoffe, ihr findet das genauso cool wie ich, weil ich finde es extrem cool. Kennt ihr noch diese Play-Doh-Küchendinger? Oh mein Gott. Und das hier ist so ein Nudelmacher und ich wollte den immer haben. Und meine Eltern immer so, nee, das ist scheiße und das darfst du nicht haben. Wow! Dieser Mixer heißt Mangold. Grießmehl und Ei mit dem... Und das ist so das Nächste, ne? Irgendwie nicht selber denken können, nicht mal selber experimentieren können, nicht mal was nach Gefühl machen können, ne? Immer das Handy herziehen. Und hier, ne? Schaut euch das jetzt schon wieder an. Roboter. Roboter. Und der ist doch total drauf. Ich habe jetzt noch ein anderes Video gesehen, der steht doch unter Drogen. Und die machen auch immer wieder so Andeutungen auf Kokain und Crack und... Also grauenhaft. Und wenn der die Videos startet, dann sagt er, hallo meine Mini-Freunde. Also das richtet sich wirklich an Kinder, die machen Toys R Us Werbung und Baby Born und das und also
Über 8 Millionen haben dieses Video schon geklickt. Und dieser grauenhafte Typ, dieser Joey, der hat über 1 Million Abonnenten. Wie kann das sein? Den Knethaken handgerührtes streuselartigen Krümeln verrühren. Habt ihr verstanden? Ja, oder? Okay, 125 Gramm Mehl. Nein, ich glaube nicht, dass sie verstanden haben. Gehen wir mal weiter. Ja, was machen die da noch? Wasser auch da drauf machen würdest. Ja, mach ich ja. Siehst du es nicht? Bist du blöd? Kannst du nicht gucken, Dylan? Oh, es kocht, es kocht! Wir können unsere Nudeln jetzt reinschmeißen. Und diese furchtbare, asoziale Art und wie sie sich gegenseitig beschimpfen und abwerten und diese Fäkaliensprache permanent, ne? Also permanent. Ich mach jetzt diese Spaghetti hier rein. Ich mach jetzt diesen Bacon-Strip hier rein. Und vor allem künstlicher geht's ja nicht, ne? Das hat ja hier nichts mit Ernährung zu tun. Das ist ja auch hier keine Nahrung für Kinder. Was soll das sein, ne? Nudeln, gefärbt mit irgendwelchem Farbstoff oder was auch immer die da jetzt reingehauen haben. Diese Cannelloni hier rein. Das sieht halt einfach nur aus wie ein Das ist die ekligste Nudel, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Ich finde, wir sollten zum nächsten Spieltag kommen, oder? Und die darf wieder Marvin ziehen und ich werde... ...hässliche Farbe nehmen. Super! Guck mal, wie hässlich die alle... Das geht halt auch viel zu schnell, du hast den zu sehr aufgedreht. Du hast... Ich... Hier ist dann das nächste, es ist nicht wirklich ein Spielzeug, aber sie haben so eine Benjamin-Torte besorgt, die natürlich auch überhaupt gar nichts für Kinder ist. Ich will gar nicht wissen, wie viel Konservierungsstoffe, wie viel Farbstoffe, wie viel Chemie da drin ist. Es hat überhaupt nichts mit einem Lebensmittel zu tun, ne? Aber das ist denen natürlich scheißegal, sie essen es ja selber, sie sind ja Zombies und, ne, tja. Und vermitteln das dann auch ihren Zuschauern und vor allem den Kindern. Widerlich, einfach nur widerlich. Ja, ich habe noch nie gegessen. Du hast das noch nie gegessen? Ich habe noch nie Tortengeil gefunden, deswegen hatten wir... Es tut mir auch leid, dass ich jetzt nicht so die Mittel habe, weil das müsste man wirklich... ja, auch irgendwie auch besser oder vielleicht auch professioneller darstellen. Ne? Ich film das jetzt einfach so mit meinem Handy und sag ein bisschen was dazu, aber... Da muss dann halt jeder auch sich so ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen und auch so mit den Auswirkungen der Frühsexualisierung der Kinder. Und ja, ne, da gibt es bestimmt auch schon einige Kanäle, ich kenne jetzt nicht so viele, aber die da vielleicht auch ein bisschen Aufklärungsarbeit machen oder die sowas vielleicht auch aufdecken, in Anführungsstrichen, obwohl das ja so offensichtlich ist, dass es geisteskrank ohne Ende ist und dass es auch verheerende Wirkung haben kann auf die Kinder, ne? Nie eine gewünscht. Die haben dann auch immer diese Streusel so in der Werbung so drüber geschmissen. Ich dachte, boah, ich will die Streusel. Satisfying AF. Es gibt Abendessen. Geil. Seid ihr ready? Ich bin ready. Okay, auf, auf. Nein. Und das finde ich jetzt besonders interessant mit diesem Einhorn. Gott, ist das schön. Anleitung. Wie nennen wir sie? Stute, Stute nennen wir sie. Auf jeden Fall, dieses Einhorn oder ein Einhorn steht ja wohl auch so für diese Regenbogen-Community, diese Regenbogen-Bewegung, dieser Menschen, die bisexuell sind, lesbisch, homosexuell, trans und whatever, ne? Und das finde ich sehr, sehr interessant, weil dieses Einhorn, es ist ja eigentlich ein Fantasiewesen, es ist ein Mischwesen. Ja, es soll ein besonderes Wesen sein und... Und das nehmen die sich quasi wie so zum Vorbild oder so. Oder das steht einfach so für diese Bewegung und... Und danach streben die dann einfach auch so, ne? Was Besonderes zu sein, aber unterm Strich, wenn die dann alle so gemacht sind, sehen sie ja alle gleich aus. Und vor allem, das ist ja gar keine echte Individualität. Das ist ja nur ein permanentes Verkleiden und die sehen ja wirklich jeden Tag anders aus. Jeden Tag anders aus. Also da wird einfach den Kindern wieder vermittelt, entwickel dich nicht natürlich, sondern künstlich. Ich schwöre, ich verliere heute alles. Weißt du, als du gerade weg warst, ist dein Handy in mein Gesicht gefallen, auf meine Fresse. Das ist schon verdammt cool. Voll geil. Und das finde ich jetzt besonders verstörend mit diesem Einhorn. Also, ich dachte, ich hätte ein Bett gespielt.
Spielzeug ist. Und dann die Pflanze, wollen wir mal gucken, ob man damit auch die Blätter zerstören kann? Wollen wir mal gucken, ob wir damit die Blätter zerstören können. Das ist das einzigste Natürlichste hier in diesem Raum. Also diese Menschen sind gar keine Menschen mehr. Und so, jetzt hat er was gefunden, wie er mit seinem Einhorn was Natürliches zerstören kann. Wow, oder? Wow. Du so, okay. Okay, Leute, wir haben eine Pflanze, wo wir nach den Blättern kaputt gehen. Wow! Es geht echt! Du könntest so eine richtig coole Frisur damit machen. Boah, wir machen jetzt so ein richtiges Gärtner-Video damit. Ihr seid durch. Ihr seid einfach durch. Und ich denke, euch ist nicht mehr zu helfen. Ich wünsche euch natürlich Geistheilung, ne? Und überhaupt ansatzweise etwas Heilung. Aber sowas Geisteskrankes? Geil, guck mal, wie kann man das trimmen? Ich kann nicht mehr, das riecht mein Leid. Vor allem, sie riechen misshandeln aus, einfach nur. Nein, das ist schön. Und wenn du keinen Bock mehr hast, die... Genau, die misshandeln hier gerade eine Pflanze, etwas Natürliches. Ich werde die Schere einfach weg. Hoffe, das smooth ab. So kommt der Baum jetzt auf den Namen bei deinem Video. Diese sadistische Lache auch immer, ne? Sich permanent über andere lustig machen. Was? Gertrud. Ich schwöre, ich habe gerade wirklich an Gertrud gedacht. Wirklich? Wirklich. Weil Gertrud läuft. Wir kommen zum nächsten Spielzeug und das wird der gute alte Dylan ziehen. Oh, das fliegende Einhorn war schon sehr cool. Aber das ist mindestens genauso cool vielleicht, eventuell aber auch nicht. Ganz genau. So, hallo, das ist eine Heuschrecke. Hallo, das ist voll cool. Das ist jetzt so das nächste, quasi natürliche, das steht jetzt für die Natur. Das ist ein Insekt und ja, jetzt schauen wir uns mal an, was die mit diesem Insekt machen. Riesenheuschrecke und die ist aus Gummi und die stretchy AF. Guck mal, wie groß. Nein, nicht kaputt machen! Die stretchy AF! Die ist einfach eine riesige Heuschrecke, eine riesengroße Gymnastik-Heuschrecke. Ja, ja. Da muss man sich echt mega flexen. Ja, jetzt also. Still doch mal! Bevor sie stirbt, brauchst du den Namen. Antje. Psychopathen. Ich kann es nicht anders sagen, es sind einfach Psychopathen. Ich hab da gleich genau die richtige Person im Kopf aus der Schulseite. Ja, Antje. Antje am Kopf hier. Warum muss ich sie töten? Antje. Siehst du, wie das Licht ja, ist? Ja, als wäre da Eier drin, ne? Was ist das denn? Also nochmal, hier wird Werbung für Kinder gemacht. Spielzeugwerbung für Kinder. Wollen wir das jetzt wirklich totziehen? Oh mein Gott, das arme Vieh. Guck mal dieses Bein hier noch so an. Das ist das Einzige, was man normal daran aussieht. Guck mal, wie lang das geht. Hä, richtig die Geile. Boah, sieht schon voll gerissen, ne? Ich glaub, sie dreht. Oh, zeig hier. Pass auf, ich nehme jetzt den Kopf und du nimmst den Arsch, aber warte, ich... Okay, ich denke, es reicht. Ich will es jetzt auch nicht zu lang werden lassen. Ich denke, die Message ist angekommen. Und ich fand es jetzt einfach auch für mich wichtig, darauf hinzuweisen. Und irgendwas muss man doch da machen. Das muss doch aufhören. Und ja.